Und ich, liebe Brawl Stars Götter, geschenkt jedem Zuschauer, der das hier gerade schaut. Die Gebete wurden erhöht. Die Gebete. Mein mythischer Brawler! Ich dachte ja, das letzte Chest-Opening wäre schon krass, aber das, das sieht jetzt gut aus. Ne, legendär, mythisch, jetzt noch einen mythischen rein. Legendär! Ich sehe das gerade, meine Facecam verdeckt das leider. Oh, ihr wollt gar nicht wissen, wie viele verbleibende Gegenstände ich habe. Das ist 10? Vielleicht ist es eine 10, vielleicht ist es auch eine 9. Alright, Leute, willkommen zurück zu Brawl Stars. Der gute Lennox, der legendäre Lennox, unser Chest-Opener, sammelnder Lennox, schon aus Clash Royale-Zeiten weltbekannt und auch schon in Brawl Stars, hat eine Menge Truhen immer wieder zur Verfügung gestellt. Haut er wieder mal, warte, in welche Richtung muss es sein? In diese Richtung. Da 433 Truhen und 64 Big Boxen. Na Leute, und dann haben wir auch noch Megaboxen am Start. Plus haben wir hier Megaboxen nochmal für 11.000, 12.000 Trophy, kurz vor 13.000. Na kurz, es geht noch ein bisschen. Im Shop hat er noch ein Sonderangebot, Leute. Er hat nochmal 3 Megaboxen gratis. Es wird wunderschön. Wir können uns hier ein bisschen eindecken. Der hat gesagt, ich darf hier alles holen, was gerade hier so begehrt ist. Und ich würde sagen, lasst uns mal reinhauen, Leute, ne? Wenn ihr mehr Brawl Stars sehen wollt, wie immer natürlich gerne, wenn ihr diesen Content feiert. Wenn ihr gerade mich irgendwo zufällig auf der rechten Seite gefunden habt und draufgedrückt habt und euch dachtet, okay, sieht ganz nett aus, kenne ich damals von Clash Royale, hau ich Abo rein. Würde mich natürlich freuen, aber wenn ihr einen Abo-Button oder Glocke reinhaut, kriegt ihr das auch. Und vor allem mit der Glocke entscheidet ihr, was ihr seht und nicht, was YouTube sieht. Wobei, selbst mit der Glocke entscheidet YouTube, was ihr seht, ne? Man hört so oft, dass Leute die Glocke aktiviert haben, aber YouTube trotzdem keine Nachrichten raushaut. Ich weiß auch nicht, was das ist. So, aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf das Opening, ne? Beim letzten Opening haben wir mal richtig Glück gehabt, ne? Spike gezogen, Pam gezogen, einen mythischen Brawler gezogen, hier den Mortis, ne? Und wir hatten richtig viel Luck und wir hatten nicht mal so krass... Na doch, wir hatten schon viele Truhen, aber es ist unglaublich, was aus diesen Truhen rausgekommen ist. Wenn ihr das verpasst habt, Leute, ne? Wenn ihr in letzter Zeit den Content weniger schaut, was auch immer. Oben rechts auf das i, ne, da findet ihr noch weitere verlinkte Videos neben Clash Royale und so weiter, könnt ihr auch noch finden. Und nein, ich habe noch keinen Creator-Code. Supercell sagt, ich habe nicht genug Supercell-Videos, ne, außer die 5 Millionen Clash Royale-Videos, die ich in meinem Leben produziert habe. Reicht natürlich nicht aus, ne, größter Supporter damals gewesen, ne, Partner und so weiter, aber nicht mal Baro hat einen Creator-Code und das ist... Ich verstehe diese Firma nicht. Ist auch wurscht. So, let's go. Ich glaube, ich mache mal einen Autoklicker an. So, Autoklicker, let's go. Ich hoffe, der klickt nicht so schnell wie letztes Mal, so dass er wirklich nur eine Truhe nacheinander aufmacht. Das ist doch das Schönste, was man machen kann. Okay, jetzt machen wir aber. Let's go, let's go, let's go. Ne, der Autoklicker ist super. Gerade wenn man Chest-Openings macht und gerade wenn man so viele Kisten hat, ist das echt super. Dann muss man sich hier nicht den Fingerwund klicken. Leute. Chest-Openings. Kann jeder jetzt noch Martini haben oder so? Mama! Ich bin nicht deine Mutter, du Versager. Ich will einen Martini. Ich will, dass du die Fresse hältst. Geschüttelt! Ich gehe was anderes tun. Geschüttelt! Ein Cocktail auch noch ein bisschen dazu. Mal schön hier so eloquent rumsitzen, Leute. Wer alles für dich hier selber macht. Naja, mal schauen. Mal schauen, ab und zu mal muss das Spiel aber auch laden. So, aber ich muss trotzdem mit dem Finger bereithalten. Ich muss den Finger bereithalten, Leute. Ne? Wenn das hier vorbei ist, beziehungsweise wenn Brawler rauskommt, muss ich draufdrücken, damit er aufhört zu öffnen. Okay, die ersten 100 Truhen, muss ich sagen, ist bisher das Spiel echt nicht gönnerhaft. Also ohne Witz, selbst ne, 80% meiner Zuschauer sind gönnerhafter als dieses Spiel hier. Ne? Alle, die das Video auch schauen, alles Gönner und Ehrenmänner. Ihr seid alles Ehrenmänner. Kurz raus an euch, dass ihr auch jeden Content schaut, ne? Und nicht nur in bestimmten Content und so weiter und so fort. Oder beziehungsweise, ja, wenn YouTube mal weiter empfiehlt, was ja, wie auch immer. Der Kollege braucht Gold und genug Gems für den Taraskin braucht er auch. Weil er wollte den Taraskin haben, den kaufen wir uns auch gleich noch. Und wenn wir genug Gems sammeln, auch dafür Daumen drücken, Leute, versuchen wir noch Koala Nita zu kaufen, um Australien zu supporten, ne, für einen guten Zweck. Es ist wirklich, Leute, wenn ihr das Spiel spielt, wenn ihr überhaupt nichts kauft, überhaupt nichts, und solltet ihr auch, ne, kauft euch keine... Ja, Mann, Star Power Nummer 1, danke, Gönnerspiel. Ey, 180 Truhen, ne.
Ihr solltet euch auch nichts kaufen, ne? Das ist reine Geldverschwendung hier. Man kann das Spiel gut Free-to-Play spielen. Eines der wenigen Supercell-Spielen, die man wirklich Free-to-Play spielen kann. Aber wenn es etwas gibt, was man sich vielleicht holen kann, um guten Zweck zu unterstützen, dann ist es Koala Nita. Ne? Australien dabei zu supporten, das Ganze. Und man kriegt dabei noch einen Skin. Und so teuer ist es nicht. Das sind 5 Euro. Das sind echt Peanuts, ne? Manche Leute geben 10 Euro pro Tag aus für Red Bull oder sowas. Dann kann man da vielleicht 2 Flaschen mehr oder weniger sparen und da ausgeben. Habe ich auf meinem Account auch schon gemacht. Ist eine super, super Sache, ne? Feier ich. Ansonsten würde ich wirklich empfehlen, kauft euch keine Kisten oder sowas. Ne? Es lässt sich super Free-to-Play spielen. Aber darum geht's ja auch nicht, ne? Lass uns mal ein paar Big Boxen gönnen. Ey, die Big Boxen sind ja auch heftig. 64. Wieso hat das schon so viele Big Boxen, aber noch so wenige Brawl Boxen? Ich glaube, da hat er ein bisschen aufgemacht. Aber sei ihm auch gegönnt, ne? Der Typ hat so eine Engelsgeduld. Überhaupt, ey, Leute, schreibt auch mal ein Herzchen an Lennox runter in die Kommentare, ne? Der Kerl hat immer eine Engelsgeduld, bis ich irgendwas immer aufmache. Ist einfach nur ein mordsnicer Dude. Bin ich immer dankbar, dass er da das auch immer macht. Und wenn ihr auch irgendwelche krassen Kisten angesammelt habt, Leute, gerne auf Twitter anschreiben. Ich habe auch eine Mail unten in der Videobeschreibung. Und auch nur diese Mail bitte benutzen, ne? Keine Instagram-Geschichten, die euch irgendjemand anschreibt. Ne, ich werde nicht nie von mir aus euch anschreiben oder sowas oder irgendwas, ne? Schreibt mich wirklich nur über diese offiziellen Kanäle, die ihr auch hier in den Videos findet. Und nicht irgendein dubioser Typ, der sich heystan_... oder so nennt, ne? Der ähnlich ist, aber... Mann! Spiel! Kannst du mal jetzt ein paar Brawler rausspucken? So ein paar... So, B? Ja, B ist mal nicht mal wirklich krass. Da haben wir die Star Power nur so rausgeploppt. Wie ein Pickel, den man abends ausdrückt. Na, plopp, 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 plopp. Hat's einfach nur plopp gemacht. Da, geht doch. Muss man noch ein bisschen meckern. Ne, Bull Nummer Star Power Nummer 2, Leute. Ein. GTM im Chat, bitte. Ist wirklich noch alles gut, ne? Wir könnten schlechter dran stehen. Es ist noch alles offen. Wir haben noch mega Zeit. So, jetzt muss ich aber Pam mal hochleveln. So, Pam, gönn dir mal Level 9. Sweet, für die können wir jetzt auch Star Power ziehen. Dann haben wir ein bisschen mehr Glück vielleicht bei der Star Power. Ach, komm schon. Komm schon. Bee! Da ist sie! Okay. Ah, endlich! Erster Brawler in der Tasche. Sieh dir halt die Fresse. Oh, das hat ewig gedauert. Aber wir haben immer noch 50 Big Boxen. Wir haben immer noch die Mega Boxen. Wir haben immer noch alles offen. Irgendwann habe ich ihm mal ja Star-Punkte, sag ich mal, hat er gesammelt. Wollte sich dadurch einen Skin kaufen. Ich habe ihm gesagt, spar die Geschichte erstmal. Ich bin der Fan davon, dass er die spart. Was meint ihr, sowas sollte er sich für die Star-Punkte holen, Leute? Sparen lieber für eines der goldenen Skins. So, eine Mega Box machen wir mal noch rein. BB-8-Bit Bo Piper. Nicht so lecker, ne? 200 Powerpunkte. Komm, wir geben dir mal B. Die ist frisch. Die kann da mal ein bisschen mitziehen. Zack, 200 Powerpunkte. Megabox Nummer 2. Und immer noch nicht die letzte. Bibi Star Power. Pralle Abpraller für Rico. Geht doch. Geht doch. Noch 500 Gold oben drauf. Okay, damit können wir bestimmt noch jemanden hochleveln. Ne, schon die Leute schauen schon die ganze Zeit zu. Ne, die haben sich das Video angeguckt, ohne auch nur so ein bisschen zu überspringen. Ne? Und auch nur ein bisschen zu überspringen. Kommt, Hand hoch, Leute, wer hat das Video durchgeskippt? Ich kenne euch. Ein paar von euch haben bestimmt da durchgeskippt, ne? Seid ehrlich, könnt ihr unterschreiben. Aber ihr habt bestimmt die super krassen Brawler und Star Powers verpasst, die dazwischen passiert sind. Also das, solche Openings kann man nicht überspringen, Leute. Das passiert so schnell, das kannst du so schnell verpassen. Star Power für Nita Symbiose. Super, endlich mal. Da ist das Luck wieder am Start, Leute. Oh, Tradition fehlt, Tradition fehlt. Tradition vergessen und zwar schön in den Chat. Ach, ist auch mein eigener Kanal, klar, ne? Abonniert Stamplate Doppelpunkt P, Leute. Eine uralte Tradition, schon die alten Indianer vor 4 Jahren haben schon bei Clash Royale Chest Openings abonniert Stamplate in den Clan geschrieben, um zu seinen Mitgenossen und Artgenossen zu prophezeien, es wird gut. Es wird ein gutes Opening. Hey, so viele Openings, wie ich hier schon für Zuschauer mache, haben die mir bisher, die Big Boxen bisher noch nie was richtig Geiles gegeben. Weder die Legendäre noch sonst was. So langsam habe ich das Gefühl, die können überhaupt keine Star Power ausspucken. Oder dass die Droprate bei denen deutlich geringer ist als bei allen anderen. Da ist es, ne? Man muss nur meckern. Man muss nur meckern. Da ist endlich mal eine Star Power für gute Pam. Pam ist drinne.
Okay, wir müssen hier mal flott machen. Ich habe hier echt eine Menge tun. So, wir gehen auf die 100 Kisten left. So, oh, das wird noch ein bisschen was, Leute. Oder haben wir noch ein bisschen, ne? Die 100. Kiste jetzt, aber jetzt was Gutes, ne? Spiel. Na, so viel hat's. Da ist die 100. Kiste. Die war genauso langweilig wie alle anderen Kisten. Star Power für Grabgabe. Grabgabe, ne? Unserem Frank. Wunderschön, Leute. Star Power ist okay. Könnte ein bisschen mehr sein, finde ich, aber... Oh, Brawler jetzt, ne? Jetzt kommen wir also einmal in einen mythischen. Das sind 400 Truhen gewesen. Da muss ein mythischer drin sein und 60 Big Boxen. Spielchen, ne? Brawl Stars. Liebe Brawl Stars Götter, ne? Wir müssen ein kleines Gebet ausstellen. Liebe Brawl Stars Götter, geschenkt jedem Zuschauer, der das hier gerade schaut. Die Gebete wurden erhöht. Die Gebete wurden erhört. Direkt der nächste Star Power rausgeflattert für Big Mama. Unsere gute Pam, ne? Und wir haben das Gebet noch nicht mal zu Ende gesprochen, Leute. Wir müssen das Gebet noch zu Ende sprechen, damit das überhaupt eine Wirkung hat, ne? Und zwar, liebe Clash Royale Götter, gewerteten Zuschauer, die dieses Video schauten, viele legendären und alle mythischen Brawler, die gerade frisch rausgekommen sind und alle Star Power und alle Megaboxen sind gratis. Amen! Let's go! So, vorhin haben wir ausgesprochen, direkt Star Power produziert, Leute. Möge dieses Gebet euch helfen. Funktioniert! High five, Boys! High five! Komm, hey, High five! Wenn das kein Like verdient hat, was dann? Wenn das kein Like verdient hat, was dann, Leute? Ja, wir wollten nicht nur mythisch haben und sogar die Legendary. Ungefähr 5 Truhen, nachdem ich dieses Gebet rausgehauen habe. Sowohl Lennox auch Y3000 von dem letzten Chess Opening, ne? Haben jetzt beide Spike bekommen und den legendären Brawler. Insane! Damit ist es ein zweiter legendärer Brawler. GG. Und wir haben immer noch 60 Truhen. Let's go. Let's go. Das Gebet hat richtig Wunder. Oh boy, boy. Okay, jetzt seht es richtig auf, Leute. Die Clash Royale. Die Clash Royale. Die Brawl Stars Götter erhören mich. Ne, auf deinem eigenen Account. Geht halt viel schneller als Clash Royale. Nein. Nein, der Autoklicker hat's weggeklickt. Nein! Mein mythischer Brawler! Was geht hier ab? Spiel! Du kannst doch nicht ein Ding nach dem anderen feiern! Oh, ich habe vergessen, den Autoklicker wegzumachen. Der hat direkt den Mr. P rausgeschossen, ne? Oh, wir konnten es gar nicht genießen. Wir konnten es gar nicht genießen, der gute Mr. P, Leute. Direkt den nächsten mythischen Brawler reingehauen. GG in den Chat, bitte. Oh boy, dieses Gebet hat alles geknackt, ey. Oh, es geht weiter. Es geht weiter, Leute. Jetzt fehlt nur noch ne Max. Und dann haben wir ja die ganzen mythischen Brawler am Start. Oh, das ist so gut. Es ist jetzt so gut, dass dieses Opening dreht jetzt in der zweiten Hälfte so richtig auf. Wie ein Deutschland-Spiel ungefähr, ne? Außer gegen Südkorea, da ist es genau andersrum. Ich dachte ja, das letzte Chess-Opening wäre schon krass, aber das sieht jetzt gut aus. Ne, legendäre, mythisch, jetzt noch einen mythischen rein. Einfach mal aus Gönnung, warum nicht? Ja. Ja. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Was ist hier los? Was ist hier los, Klopsi? Warum bist du auf einmal rot geworden, kleiner Stinker, ne? Das ist unser guter Babydrache, Leute. Das ist Klopsi. Kennt ihr vielleicht noch aus Clash Royale, ne? Hey, Kollege. Einmal an die Wand mit dir. Oink. Was geht hier ab? Habe ich schon mal gesagt, dass es ein gutes Opening wird, Leute? Oh, boy. Direkt den nächsten mythischen Brawler mit 0,26%iger Chance. Und das aus innerhalb nicht mal 100 Truhen, ne? Aus 100 Truhen haben wir 3 Brawler, Menge Star Power am Start und das ist noch nicht zu Ende. So, let's go. Big Box nochmal am Start. Die Big Box, oh, hätte ich mal früher gebetet. Ich hoffe, dieses Gebet, Leute, beschert euch genauso einen Regen an neuen Brawler und was auch immer. So wie es gerade Lennox bekommt, ne? Oh, das wird wieder ein legendäres Chess-Opening. Eine Brawlbox, eine Bigbox noch am Start, Leute. Wir haben hier noch 3 Megaboxen und dann nochmal ein Megabox-Angebot.
Ich würde mal sagen, diese letzte Box gönne ich euch mal, Leute. Macht mal den Fingerfarm. Fingerfarm. Fingerwarm. Einmal kurz ablecken und 3, 2, 1 und Detsch. Und jetzt nochmal 3, 2, 1 und Detsch. Sehr schön. Mal, kriegen wir was Schönes? Nee. Das funktioniert bei Clash Royale irgendwie besser, habe ich das Gefühl. So, einmal da nochmal Detschen. Detschen. Fertig. Gut. Haben wir. Okay, gehen wir. Jetzt kommt das Steak. Jetzt kommt das Steak, ne? Das war quasi die Erbsen, die wir gerade gepflückt haben. Jetzt kommt das Steak, Leute. Dreimal Megabox kriegen wir rein. Let's go. Da kriegen wir bestimmt nochmal eine legendäre Brawler, oder? Mindestens eine Star Power. Komm schon, Spiel. Gott. Bleibende. Ey, meine Facecam verdeckt das ja, ne? Ich sehe das gerade. Meine Facecam verdeckt das leider. Oh, ihr wollt gar nicht wissen, wie viel verbleibende Gegenstände ich habe. Oh, wollt ihr nicht. Oh, boy. Ist es 10? Vielleicht ist es eine 10, vielleicht ist es auch eine 9. Wer weiß, machen wir mal weiter. Piper, Ems, Mr. P kriegt Punkte rein. Max am Start. Oh, Max rutscht ganz gut hoch. Und was haben wir? Brawler! Star Power für schicke Stiefel, Cold. Brawler, schade. Zweimal Star Power aus einer Megabox. Trotzdem lecker. Trotzdem lecker, noch mit dem Boni am Start. Das sieht schon gut aus, ne? Mit zweimal Star Power am Start. Wenn jetzt noch irgendwo regender Brawler rauskommt, Leute, dann ist hier Schicht im Schacht. Dann springe ich aus dem Fenster. Okay, nächste Megabox. Nächste Megabox, komm. Ems, Tara, Spike, Bibi, Mr. P. 5 Tickets am Start, 22 Gems noch am Start. Und als Dankeschön für Lennox gönne ich ihm mal dieses Sonderangebot, ne? Geht auf meine Kappe. So, geht auf meine Kappe, Leute. Lennox, gönn dir, ne? Das ist als Dankeschön dafür, dass du die Truhen immer natürlich sammelst. Hier noch eine Megabox und dann die 80 Gems noch oben drauf. Ne, quasi den Skin. 8 8-Bit, Tick, B am Start, Mortis, Ems, 11 Tickets, 3 Gems nochmal oben drauf. Da ist ja noch ein Angebot. Wie viele Angebote gibt's da? Kommt da immer mehr raus? So, aber Straßen-Tara holen wir. Straßen-Ninja-Tara. Mega cooler Skin, ne, für Tara. Die feier so, die ganzen neuen Skins, die reingekommen sind. Nochmal eine neue Animation, Leute. Hier flattert eine Animation nach der anderen rein. Jetzt nochmal Nita am Start. Für einen guten Zweck noch als kleine Kirsche auf einer wunderschönen Torte. Leute, wenn diese ganze Brawler kein Like verdient hat, was dann? Gerne Abo-Button und Glocke, wenn ihr natürlich mehr Brawlers sehen wollt. Unterschiedliche Videos, nicht nur Chest-Openings. Würde mich natürlich freuen. Checkt auch hier natürlich die Videos, die jetzt hier irgendwo auftauchen. Auf die zwei Kasten klicken und ihr mehr Flosse. Flop!